Moin ihr Lieben und willkommen auf dem YouTube-Kanal von B&K. Ich bin Sina und heute zeige ich euch, wie ihr euch die neue MyBMW-App einrichtet. Die soll die bisherige BMW Connected-App ablösen. Ihr könnt die beiden aber noch ungefähr ein Jahr lang parallel nutzen. Empfohlen wird allerdings der Umstieg auf die neue App. Die gibt es sowohl für Apple als auch für Android-Smartphones. Den Link dazu findet ihr in der Beschreibung. Wir haben euch auch schon ein Video zu den Funktionen der neuen App gedreht. Auch das findet ihr in der Beschreibung und in der Infokarte, sobald es verfügbar ist. Ich zeige euch jetzt, wie ihr die neue MyBMW-App einrichtet, und zwar anhand des 530e. Ich beginne mit der Einrichtung, wie sie vorgenommen werden muss, wenn ihr bisher noch keine BMW-App genutzt habt. Wenn ihr also die BMW Connected-App schon genutzt habt, dann könnt ihr diesen Punkt in der Timeline überspringen. Übrigens gibt es auch noch eine neue App von Mini, die analog zur MyBMW-App funktioniert, allerdings mit einem etwas anderen Design. Die Einrichtung könnt ihr aber auch auf diese App anwenden. Jetzt aber erstmal zur Einrichtung der MyBMW-App. Wenn ihr zum ersten Mal eine BMW-App benutzt oder vielleicht gerade sogar einen neuen BMW bekommen habt, dann geht wie folgt vor. Ladet euch zuerst die MyBMW-App herunter, dann lest die Nutzungsbedingungen und bestätigt sie. Habt ihr jetzt noch keinen Connected Drive Account erstellt, dann könnt ihr das hier machen. Und zwar einfach, indem ihr hier unten klickt und dann den Anweisungen folgt. Wir haben jetzt schon ein Konto erstellt und können uns in der App anmelden. Jetzt noch eine vierstellige PIN, eine Sicherheits-PIN vergeben und die App-Berechtigung erlauben. Nun müsst ihr nur noch euer Fahrzeug hinzufügen, und zwar indem ihr die 17-stellige Fahrgestellnummer eingebt. Die findet ihr entweder im Fahrzeugschein oder im Motorraum. Habt ihr die Nummer eingegeben, wird ein Code an euren BMW gesendet. Diesen Code findet ihr dann unter Kommunikation. Dann geht ihr auf BMW Nachrichten und habt da eine Nachricht mit einem Code, den ihr in die App eingebt, und schon wird die App mit dem BMW verbunden. Das kann einen Moment dauern, also habt etwas Geduld. Um alle Funktionen nutzen zu können, müsst ihr jetzt noch die Remote Services aktivieren. Das tut ihr ganz einfach, indem ihr auf diesen Button klickt. Jetzt ist eure App fertig eingerichtet. Wenn ihr noch mehr über die Funktionen der MyBMW-App erfahren möchtet, dann könnt ihr das in unserem Video, was wir euch in der Beschreibung und in der Infobox verlinkt haben. Das findet ihr dann dort, sobald es verfügbar ist. Jetzt geht's weiter mit der Einrichtung, wie sie funktioniert, wenn ihr schon einen bestehenden Connected Drive Account habt. Wenn ihr bereits Nutzer der alten App gewesen seid, dann heißt das, dass ihr schon einen bestehenden Connected Drive Account habt. Mit dem könnt ihr euch auch einfach in der neuen App anmelden. Natürlich müsst ihr die erst einmal herunterladen, dann die Nutzungsbedingungen lesen und bestätigen, und schon könnt ihr euch mit eurem Connected Drive Account anmelden. Anschließend noch die vierstellige PIN vergeben und die Berechtigung der App erlauben. Fertig! Da ihr euer Fahrzeug bereits in der alten App hinterlegt hattet, wird es euch dann auch in der neuen direkt angezeigt und ihr könnt darauf zugreifen. Es könnte sein, dass die Remote Services noch nicht aktiviert sind. Das könnt ihr dann machen, einfach durch einen kurzen Klick. Und schon könnt ihr die Funktionen der App nutzen. Wie gesagt, wenn ihr mehr über die Funktionen wissen wollt, dann könnt ihr euch das in unserem Video anschauen, was wir euch in der Infokarte und in der Beschreibung verlinkt haben. Das findet ihr dann dort, sobald es verfügbar ist. Wenn ihr noch Fragen habt zur Einrichtung der MyBMW-App, dann schreibt die gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren für mehr Infos zu BMW und Mini.